Okay, also wir sind hier im Klettergarten. Wir haben heute mit den Beal Escaper. Das ist das mystische Gerät, mit dem man sich abseilen kann an einem Einfachseil. Und man zieht dann unten und das ganze Seil kommt herunter. Und wir zeigen euch jetzt, wie das geht. Das Ganze wird in so einer Hülle geliefert. Schaut so aus, die Hülle hat so ein Gummi. Das soll man sich dann irgendwie auf die Hand tun. Ich werde das jetzt auch mal so machen. Ja. Dann nehme ich dieses Teil und fahre damit durch den Ring durch. Und jetzt kommt das, wo man eigentlich nichts falsch machen sollte. Man nimmt es, steckt es hier durch. Der Anfang ist vorgegeben farblich, den Rest muss man dann schon selber noch machen. Man darf das nicht falsch machen, weil sonst schaut das nicht so gut aus dann. Am Schluss sieht man wieder, sind so Pfeile, da sieht man dann eigentlich wieder, okay, da und da muss es durch. Wir stecken das durch. Hier muss es auch durch. Wir stecken das durch. Dann ist hier so ein magischer schwarzer Strich, bei dem man zieht es auf jeden Fall über diesen Strich. Und jetzt ist es fest. Und jetzt nehme ich mein Seil, mit dem ich mich abseil. Mache da einen simplen Knopf rein. Fädel das hier durch. Fädel diesen Knopf nach. Jetzt ist es drin. Ich habe das schon vorbereitet, dass das ein bisschen schneller geht. Habe mir das Krikri eingehängt. Muss natürlich jetzt den einen Knopf da aufmachen, den ich beim Krikri habe. Jetzt hänge ich hier drin, das Ganze hängt da oben dran, müsste jetzt eigentlich halten. Jetzt hänge ich mich oben aus. Nehme mir das mit. Man sieht, es wird ein Stück fester, aber es hält. Ja, und das ist hier der springende Punkt. Und jetzt seile ich mich hier einfach ab. Hannes, passt dir alles auf, ja? We'll be right back.
Okay, also wir waren jetzt hier, haben das erste Mal überhaupt ausprobiert und muss sagen, das war eh schon mutig, sich da dran zu hängen, obwohl man das noch nie gemacht hat. Das Abseilen hat eigentlich problemlos funktioniert. Das Einzige, wenn man da rauf schaut, da macht es oben so eine Kante, eine kleine, und bei der Kette, und die musste da sicher 20 Mal ziehen, bis das Teil dann endlich herunten war. Am Schluss ist es dann schneller gegangen, hat der Hannes gesagt. Am Anfang war es ziemlich langsam, aber das Seil ist dann runtergekommen. Was soll man sagen, für was würde ich es hernehmen? Also wirklich nur für den Notfall. Ja? Also wenn ich jetzt da ausziehe und immer mit dem Einfachseil abseil, irgendwann wird es nicht zum Abziehen gehen und nachher habe ich erst wieder ein Problem. Also das Ding heißt Escaper und für was anderes würde ich es auch nicht gebrauchen.